Seid gegrüßt und willkommen mal wieder zurück zu Alien Isolation. Ja, das Spiel hat kein Ende, aber wir machen hier trotzdem weiter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Aufgabe: ermöglichen Sie der Torrenz das Andocken. Finden Sie einen anderen Weg in das Raumfahrtterminal. Oberer Transnit. Lorenz Systek Turm. So. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Wo führt mich der Schacht hin? Bestimmt wieder nur Munition und so ein Kram. Ja, mal schön nachladen hier. Ah, Flammenwerfer, perfekt. Okay, hier wird wieder eine Schlüsselkarte benötigt. Ja, laber nicht so viel. Sie hören können, dass Sie Teil des Teams sind. Wir haben den Wohnbereich Zufluchtsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Es sind zwar noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern, aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Seeksen-Syntheten bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe erwürgte Leichen in öffentlichen Bereichen gefunden. Seien Sie wachsam. Oh, und wenn Sie uns hören können und Sie nicht Teil des Teams sind, versuchen Sie nicht, uns zu finden. Wir werden das Feuer eröffnen. Ja. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssynthetik. So, was bewirkt jetzt die Schlüsselkarte? Ach, ich muss bestimmt wieder irgendwas wieder umkrempeln. Oder wozu dient dieser Generator? Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Leer. Hoppala. War ein bisschen heiß. Dann muss ich ja komplett wieder zurück. What? Tatsache. Ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Ein Riesenumweg nur wegen so einer Tür, ey. Unglaublich wieder. Und es fiel schön auf der Lauer. Aber das Vieh macht mich nicht kalt. Nein. Kehren Sie nach.
nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Ja, laber nicht so viel. So. Abspeichern. So, hier muss es irgendwas geben. Na, es geht noch weiter. Zieh durch, ey. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtsentheben. Starten Sie den Generator neu, ey. Ich geh doch nicht wieder den ganzen Weg zurück und dann wieder zurück. Station verlassen. Station verlassen. Okay, das war's mit dem Flammenwerfer. Ey, den ganzen Weg wieder zurück und dann muss ich ja nochmal zurück. Also, das finde ich, das hätten sie auch sparen können. Ey, warum muss ich hier die doppelten Wege laufen? Verstehe ich nicht. Ey, das finde ich albern. Ey, das finde ich albern. Ja, das ist hier wieder so ein Punkt, ey, wo ich sagen kann, ey, das hätten sie sich auch schenken können. So, jetzt rennst du zum Generator. Und dann musst du nochmal zurück. Das finde ich. Das ist echt. Das ist grenzwertig. Du läufst ja hier alle doppelt ab, ey. Und überall ist auch das Mistvieh, wo wir sind. Orbitalstabilisatoren ausfallen.
Mein Gott, ey. So, nochmal abspeichern, wenn es geht. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Und dann nochmal den ganzen Weg zurück. Wieso kann ich nicht durch das Fenster da springen? Ja, und die Musik macht das auch nicht gerade leichter. Jetzt geht's hier aber los, ey. So ein... Ein scheiß weiter Weg, ey. Ich brauche unbedingt Flammenwerfer-Munition. Ja, Überlebende. Gibt's da nur eine Person? Alter, das mit dem Generator, das war wieder so eine Sache, ey. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Ich denke mal, ich hab's verstanden. So, was ist denn hier mit den... Okay, gar nichts. Sevastopol.
Komme ich da überhaupt durch? So, schön wegbrennen wieder. Also wirklich, das mit dem Generator. Und da so. Ach, sag bloß. Leiten Sie die Undock-Sequenz ein. Ach, du hast mir noch gefehlt, ey. Dir schlagt den saublöden Schädel ein. So. Na dann wollen wir mal. Störung der Orbitalstabilisatoren bestätigt. Orbitalstabilisatoren Reserven sind offline. Systeme erwarten Nachricht der Orbital Notfallkoordinators. Gesperrt. Warum ist gesperrt? Ja, wo leite ich denn? Oh, haben sie ja super versteckt, ey. Super versteckt, dass das ja keiner sieht, ey. So wenig Munition für einen Flammenwerfer, ey. Aber auch immer wieder, ne?
Warum ist denn das immer noch gesperrt, Mann? Ja, der Strom ist mal wieder weg. Doch niemals hier unten. Ey, die Schweine, ey. Ach, warum muss denn das immer so kompliziert sein? Wurde auch Zeit. So, einleiten. Oberen Kontrollraum. Oh, endlich mal ein bisschen ruhiger die Musik, ey, da wirst du ja wahnsinnig, ey. Wieder schön abspeichern, so wie sich das gehört. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Sie ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Sevastopol, Intellisierung. Ich kann nun bestätigen, dass die alle Systeme von Sevastopol funktionbereit sind. Unser Orbit von KG-348 ist nicht mehr degenerativ. Vielen Dank an das Schlepperteam. Wir sind geschäftsbereit. Viel Glück. Fehler. Personalbrücke entfernt. Arbeitslog der Stilllegung. Wartungslog erstellt. Geben Sie sich hier Luftschleuse. Luftschleuse. Merke ich.
Wir müssen doch irgendwann mal das Vieh eiskalt erledigen. Scheiße, sind zwei. Das sind ja zwei von den Mistviechern. Komm, 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 komm. Oh, Gott sei Dank. Lecker. Gehen Sie zurück zur Luftschleuse. Da waren auf immer zwei von diesen Mistviechern. Ach du Scheiße, ey. Hab ich befürchtet, ey. Ich hab's befürchtet, ey. Diese scheiß Bastarde. Da würde ich meine Fackel zünden, ey. Und krieg sofort das Karma. Du wirst sofort bestraft, wenn du einen Fehler machst hier, ey. Molotow-Cocktail? Weiß nicht, wo die herkommen. Ich nehme mir die verdammte Pumpgun. Ist doch Unding, ey.
Lass mich wieder zweimal von diesen Mistviechern killen, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ja, Leuchtfackel, ja, das war eigentlich auch so mein Ziel. Leuchtfackel bringt mir gar nichts. Bei den Viechern, wenn sie mir genau ins Gesicht springen. Die kannst du ja nur abfackeln. Weil mit einer Fackel, da kommst du nicht weit. Da kannst du nichts ausrichten. Willkommen zu Hause. Es ist so eine geisteskranke Scheiße hier. Schön, jetzt sind wir wieder unten. Leute, ich brauche Flammenwerfer, Munition. Sehr, sehr sparsam. Aber es muss reichen. Es muss reichen. Überall Leuchtfackeln. Da wird ja wohl nicht noch einer kommen, oder? Los raus hier aus der Irrenanstalt hier. Zu knapp. Oh, hab ich einen Schwein gehabt, ey.
Werden hier noch vor diesem Scheißzug überrollt. Revolvermunition. Was soll ich damit? Holy shit, ey. Ist ja mal richtig scheiße hier unten. Oh, bloß raus hier. Nee. Ich muss hier lang. Aber hier war noch... Ah, ja, okay. Hat man mal wieder nicht gesehen. Und der Ding wird gleich eiskalt abschmieren. Entriegeln Sie die Torrents. Boah, man sieht ja hier gar nichts, ey. Oh Gott, ey, das Spiel macht mich fertig, ey. Ich glaube, das Spiel wird einer meiner längsten Spielzeiten ever, was ich jemals abgefilmt habe. Nicht mal Metro Exodus war so lang. Ich glaube, Metro Exodus hatte ungefähr 19 Stunden. Und hier bin ich ja schon weit drüber. Das müssten ungefähr 20, 21 Stunden sein. Ich werde dann mal am Ende des Videos in die Kommentare nochmal posten, wie viele Stunden dann insgesamt waren. Aber es waren ausreichend viele, viele Stunden. Reicht auch erstmal dann. Ja, Metro Exodus hatte ich ungefähr 18, 19 Stunden. Ey, das war auch Wahnsinn. Aber wir sind jetzt hier so weit. Das müssen wir jetzt zu Ende bringen. Komme.
was wolle. Und dann fängt auch schon wieder das nächste Projekt an. Also. Und das Spiel zieht sich ja hier wirklich sehr, sehr in der Länge. Also. Da kommst du locker auf deine 20 Stunden. Mal ganz easy peasy. So, was müssen wir jetzt hier machen? Ich bin hier, Verlaine. Es müsste zwei Zündungsmechanismen zur Entsperrung der manuellen Entriegelung geben. Ich kann sie sehen. Bereiten Sie die Ausklinkung vor. Gesperrt. Schlüsselkarte. Oh, das wird eine ganz knappe Geschichte. Hier fliegt doch gleich alles in der Luft. Ja, ich bin noch da. Zerstören Sie die Bolzen. Boah, nein, ey. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Boah, ich hoffe, die Reihenfolge ist auch richtig, ey. Aber wird schon, wird schon. Wird schon richtig sein. Komm, 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 den letzten, komm, 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 komm. Entferne den Bolzen. Fehlen mir die Worte. Verlaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. War eine knappe Sache. Treffen Sie sich mit Verlaine auf der Brücke.
Aber erstmal aus dem Anzug hier raus, oder? Verlaine? Verrückt, ey. Verrückt, verrückt. Oh mein Gott, ey. Mein lieber Gesangsverein, ey. Was für ein krankes Game, ey. Ein krankes Game. Wirklich verrückt. Aber auch ein geiles Game. Also, ich sage ja immer mein Fazit nach dem Spiel, wenn ich es durchgespielt habe. Da ja das Spiel von 2014 ist, ist es immer noch ein prachtvolles Game. Da kommt ein Spiel, was 2024 rauskommt, an so einer Mechanik so gut wie gar nicht ran, weil das ist einfach einzigartig, ey. Das hast du einfach in kein anderes Spiel. Ja. Du hast eine dichte Atmosphäre, du machst einen Fehler, bist sofort tot, wenn du Pech hast. Ja. Also du musstet schon recht clever spielen, sag ich mal. Gut, wir haben jetzt zwar auf einfache gespielt oder auf Anfänger, aber das hat mir eigentlich schon gereicht, sag ich mal. Noch schwieriger muss das nicht sein, weil ich will mir da auch keinen abschwitzen. Ich will halt ein Story-Spiel spielen, wo ich gut durchkomme. Gut, wir sind auch ein paar Mal gescheitert, das passiert dann auch schon mal. Aber ich will halt den Leuten auch halt die Story rüberbringen, ja, vernünftig und nicht, dass ich mir auf ultra schwer mir ultra in abschwitze. Ja, wo ich dann fast mein Bildschirm runterkloppe. Sowas muss nicht sein, sowas wird es auch nie jedem bei mir. Hauptsache zählt bei mir ist Unterhaltung, Spaß, ja, und das reine Gameplay und die Story halt, ne? So wie jeder mag oder vielleicht mag doch gar keiner. Ja, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Die anderen mögen Wegspiele, wie ich drüber bringe, die anderen mögen das wiederum nicht. Ja, das muss sich für jeder für sich selber entscheiden, sag mal, ob er halt das gucken will oder auch halt nicht. Ja, zum Spiel her, auf jeden Fall auch geile Story. Grafik, Sound, die ganze Kulisse, die Atmosphäre, alles super dicht, super geil gemacht. Für 2014, ultra krass das Game, zu krass, ey. Ja, wie wir auch mitbekommen haben, die Mutter hat ja anscheinend irgendwie überlebt. Und die Tochter, die wir jetzt praktisch hier gespielt haben, hat zwar jetzt das Alien 4 jetzt aus praktisch rausgeschleudert, aber dann kam so ein weißes Licht, weil sie war ja dann noch am Leben. Meine Vermutung ist, da ja das Spiel auch jetzt 10 Jahre alt geworden ist, haben die ja auch Alien 2 angekündigt. So, und meine Vermutung ist, die Mutter hat überlebt, die Tochter war im Weltall, ist da rumgeschwebt und die wird dann praktisch von ihrer eigenen Mutter aufgesammelt. So kann ich es mir gut vorstellen. Aber wissen tue ich es nicht, das ist nur eine krasse Vermutung, die ich habe. Ja.
Gibt's nicht mehr viel zu sagen. Geiles Game. Muss man gespielt haben. Was Besseres gibt's nicht. Ich freue mich auf Teil 2. Wenn's irgendwann mal kommt, wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ja, dann seid jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Auf jeden Fall bis hierhin, weil es war ja doch schon sehr, sehr lang. Die Stunden, sag mal, die wir hier gebraucht haben, bis hierhin, das war schon sehr, sehr krass. Einer meiner längsten Let's Plays, sag mal. Auf jeden Fall länger als Metro Exodus. Davon geht man ganz stark aus. Ja, also das war schon unglaublich, die Länge. Ja, welches Spiel wir als nächstes spielen, weiß ich selber nicht. Ich mache es erstmal so ungefähr eine Woche Pause für mich, weil ich habe jetzt in letzter Zeit ganz schön gekloppt an Videos und ich brauche jetzt selber erstmal auch ein bisschen Zeit für mich. Ja, erstmal wieder ein bisschen runterkommen, ein bisschen Privatleben führen und so. Ja, aber es geht auf jeden Fall in ein anderes Spiel auf jeden Fall weiter. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, reingehauen und bis dann. Signing off. Thank you.